Bist du selbstständig und fragst dich jetzt, wie du am besten deine Buchhaltung, deine Finanzen im Griff haben kannst und welche Tools du dafür nutzen kannst? Das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und dieses Video ist ein besonderes Video, weil ich nicht alleine bin. An meiner Seite sitzt Roland von Steuern mit Kopf. Ja, hallo. Grüße an alle draußen. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich hole mir mal Verstärkung von einem anderen Steuerberater. Ja. Und in diesem Video geht es darum, was muss ich als Selbstständiger eigentlich tun? Also ich nehme da als Beispiel immer gerne meine Mama. Liebe Grüße, falls du es jemals sehen wirst. Die setzt sich einmal im Jahr hin und sagt, so, ich mache jetzt meine Steuern. Oder noch schlimmer, sie ruft mich an und sagt, Melcher, du musst mir jetzt bei der Steuer helfen. Und das bei der Steuer helfen ist ja in Wirklichkeit ganz viele Arbeitsschritte. Ja. Welche sind denn das? Lass uns das mal aufdröseln, genauer anschauen, um zu gucken, wie kann ich die einzelnen Arbeitsschritte denn am besten erledigen? Also ich glaube, das, was man da jetzt erstmal so zusammenfassen muss, es gibt natürlich so fünf, sechs Schritte, die man natürlich immer weiter unterteilen kann. Also nur mal so am Einstieg. Also einmal natürlich die normale Kontoführung, dann die laufende Buchhaltung, dann der Jahresabschluss, eine Überschussrechnung oder Bilanz, dann die betriebliche Steuererklärung, Umsatzsteuer, Gewerbesteuererklärung und die private Steuererklärung. Das sind natürlich einige Punkte, wo man sagen muss, okay, das muss natürlich irgendwie aufdröseln und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es machen kann. Da jetzt mal, wie gesagt, so zum Einstieg Thema laufende Buchführung bzw. Kontoführung. Das sind so echt diese laufenden Tätigkeiten. Aber ja. Die Kontoführung an sich, die kann man natürlich auch schlecht outsourcen. Man kann aber, und da haben wir auf deinem Kanal auch ein Video zu gedreht, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man es vor allen Dingen erstmal trennt. Dass man privat geschäftlich getrennt hat und man muss Rechnung schreiben. Das heißt, man braucht ein Rechnungstool. Für alles andere gibt es Lösungen und Dienstleister und so weiter. Ja. Was da, glaube ich, wichtig ist, ist für den ganzen Prozess, wenn wir sagen, wir haben fünf Dinge, sechs Dinge, die du machen musst. Natürlich, Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen, aber man sollte bei allen Sachen aufpassen, das muss halt alles gemacht werden. Ja. Und viele Tools arbeiten nicht gut mit anderen Tools zusammen. Das stimmt. Oder verkaufen manchmal auch etwas, was sie gar nicht leisten können. Da steht ganz groß Buchhaltungstool auf der Webseite. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich nur ein Tool, um Rechnungen zu schreiben. Genau, richtig, und eine ordnungsgemäße Buchhaltung kannst du damit nicht machen. Und da gibt es immer mal wieder ein paar Beispiele und das ist super ärgerlich. Zum Beispiel tatsächlich ein Rechnungstool, was aber sagt, du kannst die Buchhaltung damit machen. Wird dann immer schwierig, wenn diese Software kein Zertifikat hat. Also es ist ja genauso, wie gesagt, also beim Rechnungstool, also wenn man diese Unterteilung hat, Rechnungen schreiben, ist natürlich die eine Sache. Man muss ja zum Beispiel auch, wenn es um die laufende Umsatzsteuervoranmeldung geht, natürlich auch die Eingangsrechnungen irgendwo erfassen können, weil am Ende zahlst du halt bloß die Umsatzsteuer. Wenn du vielleicht das übermitteln kannst, die Umsatzsteuervoranmeldung, kriegst aber die kompletten Vorsteuern, die du eigentlich ziehen dürftest zum Beispiel, kannst du nicht wiederholen. Ja. Das ist natürlich auch schon so ein Thema. Also da muss man natürlich schon wirklich aufpassen. Es gab ja auch, weil das Video online kommt, gab ja auch den einen oder anderen Anbieter am Markt, der auch, sag ich mal, qualitativ nicht so gut gearbeitet hat. Aber so, wie gesagt, da immer das Thema klare Trennung zwischen Rechnungstool, schreibe ich damit nur meine Rechnung oder ist es wirklich ein Buchhaltungstool für die Umsatzsteuervoranmeldung? Ja. Das ist natürlich dann der große Block schon mal. Das ist einmal der Punkt und was da an der Stelle auch wichtig ist, als Selbstständiger, als liebe Selbstständige, ihr seid dafür verantwortlich. Wenn ihr ein falsches, schlechtes, fehlerhaftes Tool wählt, um eure Buchhaltung zu machen, ist nicht das Tool schuld. Das Finanzamt wird nicht zu der Software gehen und sagen, naja, wenn die Software nicht funktioniert hat, dann konnte man halt nichts machen. Ihr seid verantwortlich, das korrekt zu machen. Und deswegen ist die richtige Software, die richtigen Tools wahnsinnig wichtig. Was ich auch immer sehe und wo ihr ganz schnell ziemlich skeptisch sein solltet, ist, wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm habt und dann steht aber nicht Einnahmenüberschussrechnung drüber oder ist es irgendwie anders aufgebaut, dann steht nur Report drüber zum Beispiel. Report ist so ein Kunstbegriff. Man kennt das normalerweise so von Lebensmitteln, das ist immer so nach Käsegeschmack. Dann weiß man, okay, es ist kein Käse, es ist Analogkäse. Aber das Gleiche gilt, wenn in einer monatlichen Auswertung, was eine G&V oder eine EÜR sein sollte, plötzlich monatlicher Report drüber steht. Das sollte einen skeptisch machen, weil es ist offensichtlich keine EÜR, wenn es auch nicht draufsteht. Und das braucht ihr aber. Und das Blöde ist, wenn ihr die Buchhaltung in ein Tool gemacht habt, nur einen Report habt, denn aber eine Einnahmenüberschussrechnung für eure Steuererklärung braucht, dann müsst ihr die ganze Arbeit halt im Zweifel normal machen einmal im Jahr. Und das ist halt super frustrierend. Es geht ja schon damit los, dass man vielleicht bei manchen dieser Tools nicht mal Abschreibungen mit reinnehmen kann. Also es geht ja schon damit los, dass man sagt, okay, man kauft sich jetzt ein Auto und die Ausgabe von 30.000, 40.000 Euro sofort als Betriebsausgabe mit drin. Gibt es ja auch das eine oder andere Tool, das so rechnet, aber das sind halt schon Themen, wo man sagt, da muss man wirklich drauf aufpassen. Denn am Ende wird halt ein Auto oder auch manche andere Wirtschaftsgüter eben nur abgeschrieben. Und deswegen, wie gesagt, laufende Buchhaltung sollte eigentlich auch schon, also wir in der Praxis sprechen immer von abschlussfertiger Buchführung. Das heißt, dass theoretisch alles laufend monatlich sauber gebucht wird und man theoretisch am Ende im besten Fall nur noch hergeht,
paar Klicks macht, die restlichen steuerlichen Themen einarbeitet und dann ist das fertig. Und dann gibt es ja, wie gesagt, kommen wir auch noch gleich dazu, so ein paar Tools, wo man die wirklich gut ineinander integriert oder wo man die kompatibel miteinander sind. Und ja, das ist, da sollten wir auch drauf achten. Genau, deswegen, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja schön, jetzt präsentieren uns die beiden eine ganze Menge an Probleme. Was ist denn die Lösung dafür? Und genau, da gibt es natürlich ein paar Lösungen. Es gibt einige Tools, die gut sind, aber das ist jetzt speziell meine Erfahrung. Natürlich, ich kenne das Kontist Bankkonto, die Kontist App zufälligerweise relativ gut. Das heißt, ich kann meine Kontoführung und auch tatsächlich Rechnungen schreiben, zum Beispiel in Kontist machen. Und LexOffice ist auch ein sehr, sehr gutes Buchhaltungsprogramm, wo ich, wie du sagst, eine abschlussfertige Buchhaltung am Ende bekomme. Das heißt, da bekomme ich tatsächlich eine richtige Einnahmenüberschussrechnung. Da kann ich eine Abschreibung machen, da kann ich sogar unter Umständen Lohnbuchhaltung machen. Da kann ich das alles in LexOffice machen. Es gibt eine sehr, sehr gute Integration von Kontist zu LexOffice. Du wirst mir verraten, du benutzt das auch. Ja, ich nutze beides. Also wirklich. Also ich selber nutze ja auch, also selber arbeite ich natürlich in der Kanzlei mit Datev, aber wir empfehlen auch unseren Mandanten immer häufiger zum Beispiel LexOffice, einfach weil es aktuell immer noch das beste Rechnungstool ist und gleichzeitig auch Arbeitstool, um eben dann die Daten Datev weiterzubekommen. Und selber nutze ich so, wie gesagt, für meine Nebentätigkeit ja alles über LexOffice, aber auch zusätzlich natürlich Kontist. Also das habe ich auch, das Konto im Einsatz, weil es halt einfach sehr gut und einfach ineinander geht. Also man hat wirklich zum einen die Rechnungsschreibung, das heißt das Geld, wo man ja die Rechnungen schreibt und wo der Geldeingang auf dem Konto wird gleichzeitig gematcht. Und du musst nicht mehr irgendwie Debitoren abstimmen oder Kreditoren abstimmen. Das ist mega angenehm. Und vor allem, wenn du natürlich irgendwann zum Steuerberater gehst, hast du die Schnittstelle, da gibt man bloß die Beraternummer und die Mandantennummer ein und alle Daten sind beim Steuerberater. Das ist mega angenehm in manchen Fällen. Wie gesagt, deswegen, ich nutze es selber auch und bin damit echt mega zufrieden. Ja. Genau, das ist genau das, was du ansprichst. Es muss miteinander kompatibel sein. Auch wenn man externe Dienstleister hast, du deine Buchhaltung vielleicht machst, einmal im Jahr einen Steuerberater. Deswegen, wenn ihr einen Steuerberater habt, natürlich, wenn ihr bei uns Mandant seid, dann habt ihr sowieso eine andere Lösung. Aber ihr habt gehört, wenn ihr bei Roland Mandant seid, die Kompatibilität ist da schon mal gegeben. Wenn ihr jetzt sagt, ich will das aber selber machen, ich habe eben meine Mama schon genannt und mit meiner Mama zusammen mache ich das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Einmal im Jahr müssen ja auch Steuererklärungen gemacht werden. Und da gibt es häufig auch das Problem, dass ganz, ganz viele Tools, die auch groß beworben werden, auch im Fernsehen und Plakate, überall in Berlin hängt gerade alles voll mit Plakaten von Steuererklärungstools, die meisten sind nicht geeignet für Selbstständige, weil sie die Einkunftsart aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit einfach nicht abdecken. Das heißt, auch da ist das nicht gegeben, dass es da eine schöne Integration gibt. Und da ist wirklich eine sehr, sehr, meine persönliche Empfehlung, wie gesagt, seit Jahren benutzt meine Mama, wenn sie mich anruft, sage ich ihr, immer melde dich mal bei Smartsteuer an, weil die Integration zwischen LexOffice und Smartsteuer ist sehr, sehr smooth. Ich kann in Smartsteuer mit einem Klick mir die Einnahmenüberschussrechnung aus LexOffice in Smartsteuer reinholen und ich kann die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuererklärung auch in Smartsteuer machen. Das ist gerade einer der Hauptpunkte, den du ansprichst. Also ich meine, die Anlage G und S, die können zwar zum Beispiel auch andere Anbieter, können das zwar machen, aber der Punkt ist, man muss die Daten ja dann theoretisch nochmal extra in die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Im schlimmsten Fall abtippen nochmal alles einzeln. Und genau, und das aber dann wahrscheinlich ein Elster, da muss man erst noch ein Elster-Zertifikat haben. Und wie gesagt, also deswegen, das ist eigentlich der interessante Punkt, warum wir zum Beispiel auch, ja sag ich mal, auf Steuer mit Kopf, wir haben Smartsteuer auch empfehlen, weil es das einzige Tool ist, was wirklich alles abdeckt. Ja. Also, wo du sagst, du kannst, auch wenn du bloß Arbeitnehmer mit einer PV-Anlage bist, dann bist du bei anderen Anbietern schon aufgeschmissen, weil du eine Umsatzsteuererklärung abgeben musst. Oder wie gesagt, wenn du ein Gewerbe hast, ein kleines Nebengewerbe, Gewerbesteuererklärung, das greift alles ineinander. Also von daher. Deswegen ist so, ich würde sagen, das ganze Setup der Tätigkeit ist mit Kontist Bankkonto, LexOffice und Smartsteuer perfekt abgedeckt. Und ich habe das mal ausgerechnet, da würdet ihr pro Jahr ungefähr 350 Euro an Kosten haben. Genau. Und dann habt ihr das komplette Setup. Den Do-it-yourself-Werkzeugkoffer. Da braucht ihr Kontist, LexOffice und Smartsteuer drin. Und dann seid ihr bestens gerüstet und dann habt ihr wirklich alles, was ihr braucht, um das selber zu machen. Sehe ich genauso. Es gibt ja auch faule Menschen, wie mich. Ehrlich, bei Steuern ist immer ganz schlimm. Es ist immer deutlich einfacher, für andere Ordnung zu schaffen als für sich selbst. Das heißt, was ist, wenn ihr sagt, ich habe da überhaupt gar keine Lust, ich will das ja gerne abgeben? Da ist ein wichtiger Punkt, auch unterschiedliche Arbeitsschritte kann man auch an unterschiedliche Dienstleister abgeben. Genau, richtig. Also das ist auch ein Punkt, was man sagt, natürlich Outsourcing, da kommen natürlich eigentlich theoretisch wir beide dann so ein bisschen ins Spiel. Einmal natürlich klassisch der Steuerberater, wo man sagt, okay, man geht zum Steuerberater und sagt, hey, mach mir meine Umsatzsteuervoranmeldung, mach mir meine EUR, mach mir meine Steuererklärung und alles. Oder man teilt das Ganze
Ganze ein bisschen auf. Also es gibt ja mittlerweile auch, du kommst aus Berlin, mega viele Startups, die dort dann auch, sag ich mal, in anderen Bereichen unterwegs sind. Dass man zum Beispiel sagt, okay, der eine macht den Lohn, der andere macht die Buchhaltung, der am Ende macht der Steuerberater, bloß die Steuererklärungen. Also das kann man ja, ja teilen heute, wie man will. Wichtig ist natürlich, das haben wir ja vorhin schon gesprochen, die müssen miteinander arbeiten können. Genau, das, was für Tools gilt, gilt genau auch für Dienstleister. Ja. Wenn der Steuerberater den Buchhalter, den ihr eventuell woanders beauftragt habt, hasst oder den Service nicht mag oder einfach misstraut, weil da ständig Fehler passieren und dann macht der Steuerberater einmal im Jahr, kontrolliert alles nochmal nach oder bucht das nochmal, dann habt ihr zwar nicht mehr Arbeit, aber ihr müsst das natürlich bezahlen, diese Arbeit. Das heißt, auch da müsst ihr auf die Kompatibilität achten, auch bei den Dienstleistern. Ja. Und das ist aber ein wichtiger Tipp, weil in der Regel sind Steuerberater, was heißt in der Regel? Die Steuerberater sind die deutlich höher qualifizierteren Dienstleister als ein Buchhalter. Und man kann Geld sparen, indem man das zum Beispiel aufteilt. Aber halt nur, wenn der ganze Workflow super smooth funktioniert. Ja, da muss man natürlich sagen, es gibt natürlich gerade in allen Bereichen, wie es immer ist, gute und schlechte. und da muss man wirklich schauen, dass das alles wirklich gut ineinander greift. Im besten Fall arbeiten alle natürlich mit Schnittstellen digital, ohne dass da irgendwas mit Papier hin und her geschoben werden muss oder E-Mails versandt werden, sondern dass alles mit Schnittstellen funktioniert, dann hat man, wie gesagt, ein leichtes Spiel und dann kann man sich auch theoretisch ein bisschen Geld sparen. Einzige, was vielleicht manchmal nervig sein kann, ist, wenn man mit mehreren arbeitet, dass man mehreren Personen alles dreimal erklären darf. So, man muss immer dem Steuerberater erklären, aber dem Buchhalter ist ein bisschen nervig manchmal, aber wie gesagt, wir arbeiten auch mit dem Modell, dass wir auch Mandanten haben, die selber buchen, einfach von der Größe her oder weil sie sich das Geld sparen wollen an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist natürlich ein bisschen aufwendig, das muss man wissen. Es gibt aber auch einige andere coole Lösungen, wo ihr so entwickelt habt und da greift es natürlich alles so ein bisschen ineinander. Genau, das Ganze, ich würde mal sagen, die volle Integrität oder alles in einer App, alles an einem Ort, alles aus einer Hand, das ist so das, was wir uns dann zur Aufgabe gemacht haben. Deswegen mein Tool-Tipp oder Outsourcing-Tipp ist, ich würde mal sagen, wenn ihr einen Steuerberater sucht, der sehr digital arbeitet und so weiter, schaut gerne auch bei Roland vorbei und auf Steuern mit Kopf. Wenn ihr alles in einer App, in einer Smartphone-App haben wollt und wirklich das Bankkonto in einer App haben wollt, die Rechnungsstellung in einer App haben wollt, die laufende Buchhaltung, die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter, das gibt es bei Contest. Das heißt, bei Contest hast du einmal das Bankkonto, du hast die Rechnungsstellung und dann gibt es eine Contest-Steuerberatung, für die ich arbeite und wir erledigen die laufende Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldungen, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuererklärung und so weiter. Aber die Contest Steuerberatung, die kann in der Contest App quasi gebucht werden und damit gibt es am Ende, zumindest aus Kundensicht, für euch als Kunde und Mandant, gibt es genau nur eine App, durch die alles abgedeckt wird. Und auch da gibt es einen festen Preis. Und zwar startet der bei 99 Euro im Monat, sprich ungefähr 1200 Euro im Jahr. Und dann hat man gar nichts weiter zu tun, außer halt Kontoführung und Rechnungsstellung. Das können wir nicht abnehmen, natürlich nicht, das wird schwierig. Aber dann ist tatsächlich alles einmal abgedeckt für 1200, in der Spitze dann 1800 im Jahr. Das ist quasi der Preis des Outsourcings. Ist, muss man dazu sagen, sehr, sehr standardisiert, rein für die, ich würde sagen, Pflichtaufgaben. Ja. Als Steuerberater würde man sagen, deklaratorischen Tätigkeiten. Das heißt, wirklich die wiederkehrenden Sachen. Beratung ist immer ein bisschen separat, wo ihr unter Umständen vielleicht auch einen Fachberater für einen bestimmten Bereich, also wenn mich jemand was fragt zu Kryptowährungen, sage ich auch immer, frag Roland. Ja. Ja. Gibt es sonst noch Punkte? Ansonsten? Eigentlich nichts mehr. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch in diesem Video irgendwie ein paar Tipps weitergeben konnte und dass der Input von Roland auch hilfreich war. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, die Outsourcing-Lösung klingt ganz gut, ihr findet alle Infos dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung, sowohl für das Do-It-Yourself-Kit als auch die komplett Outsourcing-Lösung, die ihr euch anschauen könnt. Und ich verlinke auch nochmal deinen Kanal am besten so auf dir. Das heißt, ihr könnt jetzt auf Roland klicken, um den Steuern mit Kopf-Kanal zu finden. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ciao.